So, hallöchen, herzlich willkommen zu Final Fantasy 15. Ich bin der Franconia, schön, dass du da eingeschaltet hast. Heute in Altissia. Alter, und hier ist wirklich reges Treiben, ey, und es sieht so cool aus, ey. Was, wir können hier interagieren? So, das Magu, eine Oase der Stille im pulsierenden Altissia. Es gibt viele gute Restaurants in Altissia, doch selbst die Besten haben es schwer, sich mit dem Magu zu messen. Denn neben seiner traditionellen Küche hat er aus Insomnia stammende Besitzer auch einige abgewandelte Gerichte im Programm, die hervorragend zu hiesigen Weinen passen. Das Café ist nur per Gondel zu erreichen, wird bevorzugt von Einheimischen frequentiert. Ein Café? Oh, ich mag Cafés. Ich mag Cafés. Aber so Plastikstühle, ich weiß nicht, ob das... Oh, Bier. Also Plastikstühle, ich weiß nicht, ob das so richtig ist hier. Oh, wir können mit ihm interagieren. Eine Blume sagt mehr als 1000 Worte. Und zur Sicherheit können Sie eine Karte dran heften. Ah, sehr schön. So, interagieren. Ups. Per Gondel durch die Stadt des Wassers. Altissia lässt sich am besten bei einer Gondelfahrt durch die zahlreichen Kanäle erkunden. Ob Lystro Park oder die Arena Galviano, alle wichtigen Sehenswürdigkeiten werden direkt angefahren. Und die Aussicht von den erhöhten Wasserwegen ist einfach phänomenal. Ich hab das Jawohl. Gefühl, mich meine Kollegen überhaupt nicht ausstehen können. Zerbrich dir nicht den Kopf. Heb lieber einen im Magu. Das hilft. Ja, das mache ich. Sie fressen Pommes, oder? Das ist so cool hier. Wir reden hier nochmal mit dem... Reden nochmal mit dem Ding. Nimmst du dir kein Hotel? Diese piekfeinen Läden sind nichts für mich. Und Verpflegung? Für wie senil hältst du mich? Kochen krieg ich gerade noch hin. Außerdem bringt Wesker mir sicher ein Tröpfchen vorbei. Hab mächtig. Sehr schön, okay, auf ihn müssen wir jetzt wohl nimmer aufpassen. So, was haben wir hier Hübsches? Was zeugt mehr von ihrer Liebe als ein formvollendeter Jessasna, Edelstein von ewigem Glanz. Für Belobungs- und Eheringe sind wir die richtige Adresse. Das ist hübsch. Ich muss noch einkaufen. So, was haben wir hier? Ui, Vuvuzelas. Cool. Leide Grand Prix in der Arena Galviano. Heute brennt der Boden beim Toto Mostro in Altissia mit dem von Vapati, Doppelhörner, Taotie, Anax und mehr. Wow, ziemlich cool, oder? Ach, das war das? Ja, finde ich auch. Jetzt mal ohne Witz, finde ich ziemlich, ziemlich cool. Und hier ist so eine Gondel, aber wie kommen da die Leute rein? Alter. Wie schön das hier ist. Ach, und so schön sauber auch. Geh mir was Leckeres essen. Du, so. Hast du gehört? Die Ausstellung von Nuna Freyas Kleid ist verlängert worden. Wie? Das Hochzeitskleid von Vivian Westwood? Aber zum Trauern besteht doch kein Grund mehr. Zum Feiern aber schon. Schließlich lebt die Kanagie noch. Ich schau's mir auf jeden Fall an. Meint ihr, es geht um das Kleid aus dem Zeitungsartikel? Vermutlich. Der Name der Designerin war derselbe. Gehen wir hin? Willst du das dem armen Noct wirklich antun? Die Hochzeit wurde schließlich abgeblasen. Naja, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, oder? Wer weiß. Vielleicht kommen wir unterwegs ja dran vorbei. Symbol des Friedens. Das Ladengeschäft von Vivian West. Vivian Westwood finden? Vivian Westwood? Das kennt es. Das war sie im Mago, um mit dem Besitzer über den Prinzen von Luzis zu reden. Immerhin soll er ja noch am Leben sein. Stimmt, Westcam kommt ja ursprünglich aus Insomnia. Vielleicht ist der Prinz bei ihm untergetaucht. Weißt du was, Vivian Westwood? Vivian Westwood gibt's doch wirklich, oder? Der Name kommt mir so übelst bekannt vor. Wisst ihr, was ich auch cool finde, dass hier die Linke... Ja, dass die eine Strumpfhose trägt. Also, du siehst es, ne? Also, so kleine Details, sowas liebe ich. So Details auch, sowas liebe ich. So, jetzt schlägt es 13 gleich. Oh, da hinten ist unsere erste Münze. Himmelssphäre. Silbermünze, ui. Hallo. Können wir hier noch was machen? Ich würde hier gern was probieren an den Ständen. Oh, Eisdelay. Eis wäre jetzt auch nicht schlecht, ne? Was brauche ich denn? So, ich bin gerade ein bisschen überfordert, um ehrlich zu sein. Wir laufen hier einfach mal die Treppen nach oben. Wow, ey, das ist so schön hier. Jetzt das neueste Schiff hier. Leider wird es jetzt aber auch gleich wieder dunkel, ne?
Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Ich bin so froh, dass die Katagi lebt. Bei dir können wir einkaufen. Schönen guten Tag. Sehen Sie sich ruhig. Hallo. Um. Cool, sicherer Anzug, Alter. Was geht mit euch ab? Hab mächtig Kohldampf. Feuerfestes Unterhemd. Ja, die hat hier nichts Großartiges also, irgendwie. Bis zum nächsten Mal. Die Bilder sind cool. Bahnbrechende Werke von innovativen Künstlern. Bringen Sie frischen Wind in Ihr Zuhause. Ach. Alter, der hat da eine Banane, ne? Oh, das Bild von Alcicia ist schön. Das würde ich gern kaufen. Wo gehen wir jetzt denn? Ui, ein bisschen Chess. So, dann laufen wir. Wir laufen jetzt einfach mal. Das ist schön. Ach, ich lieb sowas. So was auch, das muss doch traumhaft sein, oder? Dass das hier aber nicht abgesperrt ist, ne? Ist ja auch gefährlich irgendwie für kleine Kinder etc. Müllerarmer haben sie ja. Ist doch alles im Venedig-Style, ne? Alter, das ist so dermaßen cool. Ich guck da mal hier wirklich auf die Karte. Alter! Alter. Alter, wie groß ist denn das? Dein Ernst? Alter Schwede. Ach, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. So, wir gucken aber mal, ob wir hier was haben. Ne, hier haben wir nichts mehr. Sehr schön. Ich war ja noch nie in Venedig, aber ich glaube, Venedig ist... sieht die Stadt einfach wunderschön aus. Schon, aber irgendwie werde ich ganz melancholisch. Warum? Ach, ich mag sowas. Wir brauchen noch ein Zimmer für heute. Geh doch in den Puff, das ist bestimmt ein Puff, wo wir hin müssen, ey. Das Margot besuchen, Margot, das klingt so puffenmäßig, ohne Witz. Geh mal ins Margot, ey, ein paar Nuttenbrillen. Nein, Quatsch. Wir können hier angeln, Alter, ist das geil. Sorry, ich muss... Alter, ich muss hier angeln. Boah, was ist das für ein... Nein! Alter, was ist das für ein Fisch hier? Bitte, 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 beiß an, mein Freund. Wird hart! Das ist ja. Alter, der zieht aber einiges ab, ne? Boah! Alter. Junge, Junge, Junge. Wir haben gerade mal die Hälfte. Fast da schon die Hälfte an Schnur verbraucht, ey. Müsste eigentlich ein neuer Fisch sein, ne? Nicht so schnell kurbeln. Richte die Rute auf den Fisch aus. Alter, was ist das für Brocken? Ja! Ich bin gespannt, was wir jetzt hier haben. Du hast einiges gelernt. Gefleckte Altura-Seebarsch. Sehr geil. Wir angeln jetzt hier nochmal. Ich glaube wirklich, die, wo dann immer so blinken, das sind neue Fischarten. Kann das sein? Nockt, hör auf zu kurbeln!
Alter, sind auch schon wieder so fette Fische. Ey, das wird jetzt knapp mit der Angel, ne? Uiuiui, 650 haben wir noch. Ah, jetzt zieht er wieder ab. Eieiei. Ui. Ja! Yes! Ist der schwer? Alter. Lucinia Seebarsch. Was für ein Hoscher! Da hast du einen dicken Brummer gefangen. Ohne Witz, ja, so ein fettes Teil, ey, ohne Witz. Alter Verwalter. So. Was? Ich geh mal. Ich bin mal wirklich ganz, ganz mutig. Ob wir das schaffen, ich will auch doch da hier meine Grenzen testen. Richte die Route auf den. Da hängt ein Mordsding dran. Oh ja. Ich möchte nämlich auch meine Anglergrenzen testen und die sind ja auch gleich erreicht, so wie es ausschaut. Alter, 183 nur noch, gerade mal die Hälfte. Na, das wird nichts mehr, das wird nichts mehr, wir haben 79. Na, jetzt reißt er gleich. Ich bereite alles fürs Einholen vor. Na, eine schwache Schnur sollte rechtzeitig ausgewechselt werden. Diese Barmutter, das ist der Alte, das ist mir doch zu gefährlich. Wir nehmen mal wieder so einen Vogel hier. Ach, Alter, leg mich fett. So, wo gehen wir denn hin? Da hinten gehen wir hin. Ja, wir angeln jetzt, weil es halt doch auch schon dunkel ist. Und dann siehst halt doch nicht so viel. Nein. Siehst halt dann doch auch nicht so viel von der Stadt. Na, Mietz. Mietz. Etzele. Könnte vielleicht sogar neue Fischsorte sein, man weiß es nicht. Er wehrt sich auf jeden Fall, der Kollege. Der springt aber auch hoch, was ist das für ein Springen ins Feld hier? Na, Zappel Philipp. Ja! Solche Fische gibt's also auch. Oh, das ist eine Griffette. Ein dicker Brocken. Alter, die werden immer größer. Gut gemacht, Nockt. Du hast's drauf, Nockt. Ja, ich muss sagen. Hier gibt's doch ziemlich geile Fische irgendwie. Nur der mag jetzt gerade nicht anbeißen, das hinten. Hui.
Hui. Irgendwie mache ich nicht auf den Köder irgendwie. Probieren wir es nochmal da. Na! So was, was? Das ist jetzt auch der letzte Versuch. Alter, das ist auch schon wieder so ein Riesenbrummer, ey. Wieder so ein Brummer, Alter, der zieht ab hier wieder. Ruhig, Brauner. Vorsicht, die Schnur reißt. Nur keine Hektik, Brumdo. Ja! Was ist das denn für einer? Schaut mal, der Wahnsinn! Ja. Kleiner als der andere und der dreht voll was durch. Was für ein Hoscher! Na, so schlimm war es jetzt dann doch nicht, ne? Nein! Warte, nee, hat er doch bekommen hier. Nein! Wirf aus, Junge! Wirf aus! Schade. Hui. Ob dein Vater auch geangelt hat? Hm. Nicht, dass ich wüsste. Das sind natürlich gerade Themen, die uns alle sehr, sehr bewegen. Brumdo, ja. Okay, irgendwie mache ich jetzt gerade nicht, ne? Hui. Okay, was, was, Freunde? Wir hören mit dem Angeln nochmal auf. Ja, und gehen dann mal. Wir können ja. Ich guck mal die Aufgaben. Ja, Symbol des Friedens könnte man machen. Aber es ist halt dunkel, ne? So, auf anderer Hand seines Gefährten beschließt Nocte sich das Kleid anzuschauen, das Luna bei der Hochzeit tragen sollte. Es wird gegenwärtig im Schaufenster des Ladengeschäfts von Vivian Westwood. Vivian Westwood, Alter, das muss ich dann echt mal googeln, ey. Hat er so keinen Wert, hat er gemeint. Ja, ansonsten. Vom Aussterben bedroht, verfluchtes Meisterwerk. So, besorgniserregende Kunde hat Wiff, der König Medien erreichen, ganz sich in Akkons National schon den berühmten Gemälde Lakshmi gemütlich gemacht haben. Neugierig geworden macht sich Noctis sein Freund auf nach Altisia, um dem Gerücht auf den Grund zu gehen. Vom Aussterben bedroht, wir haben hier eine Quest, Alter. Küstenmarkturm erforschen, ja, ja, das ist alles. Was machen wir denn? Ich möchte zu das Magu besuchen. Und das werden wir hier. Oh, jetzt war ich hier fast ins Wasser reingefallen. Ah, guck mal hier, diese Gondoliere. Ah, schön. Da, die Heizstrahle. Ach, ist das hier schön. Aber diese Plastikstühle, sorry, die passen aber nicht. Ich finde es auch blöd, dass hier der Müll da steht, ne? Na, kommt halt nicht so gut an, ey. Aber ich finde es schön, dass hier was blinkt. Hui, Silbermünze. Okay, oh, im Dunkeln finde ich mir hier gar nicht so recht irgendwie. So, hier, wo kamen wir jetzt her? Ach, da drüben. Ui, wir laufen mal, wir laufen jetzt einfach nochmal hier entlang. Weil wir es eben können. Mann, wie das duftet. Ach, wir kommen hier wieder her. Oh. Altisia ist wirklich wunderschön. Hier können wir auch angeln? Ne, von hier kam jetzt. Ach Gott. Lass uns eine Gondelfahrt machen. Total überfordert der Kerl. Geh mir was Leckeres essen. So, okay, so groß ist dieses Gebiet jetzt hier doch nicht. Wir laufen mal hier übers Wasser. Und dann müssen wir da nach drüben. Wahnsinn. So viele Leute hier.
Es ist nun mal eine Touristenstadt. Ich wäre auch gerne einfach nur als Tourist hergekommen. Und das abends um 10 Uhr, ne? So, Jungs, wir laufen hier entlang. Müssen wir aber schon hier richtig ankommen. Genau, da laufen wir jetzt dann über die Brücken. Ach, Meister. Vivian Westwood soll gleich am Ende dieser Treppe sein. Was? So viele Stufen? Wir sind wahrlich nicht die einzigen Interessenten. Was? So viele Stufen, hat die gesagt. Ach, da habe ich auch keinen Bock. Da bleibe ich ja lieber hier. Könnt dann auflaufen von mir aus. Ist mir wurscht. So, wir gehen mal ins Margot. Ach, hier können wir mit der Gondoliere fahren. Das ist geil. Machen wir aber natürlich erst einmal nicht. Sondern wie gesagt, gucken uns hier ein bisschen um. Da ist das Margot, da zeigt es Anschi. Und dann passt es. Wie komme ich da rüber? Wie komme ich jetzt da rüber? Hier ist ein Stich. Hä? Ach, tut gut, mal nicht töten zu müssen. Wir müssen hier, ich glaube, wir müssen ganz nach oben, ne? Ja, ja, so ist es. Wir müssen ganz nach oben. Ich laufe jetzt mal hier wirklich nicht schnell, um das hier alles ein bisschen aufzusaugen hier. Diese Atmosphäre, ach, das... Boah. Das muss ich schon sagen, ist schon ein geiles Final Fantasy. Sehr, sehr geil. Ah, guck mal. Hier so ein Bonzen-Sommelier bestimmt. Irgendwie so, keine Ahnung. Spiritosen und lauter so Zeug. Wo sollen wir übernachten? Im Buff, das machen wir jetzt auch gleich. Ha. Wie cool, können wir hier entlang? Ja, ich weiß, wir sollten eigentlich rüber, ne? Ich weiß, wir sollten eigentlich rüber, aber... Geht's hier zu Westwood? Ja, auf der Straße zur Residenz. Es kann nicht mehr weit sein. Wir brauchen noch ein Zimmer für heute. Wo? So, hier geht's dann wieder. Sieh mal dort drüben. Was gibt's? Wo? Wo? Ah, cool, was ist das? Eine Göttin mit einem Herz so weit wie die See. Möge Levitian stets über Akkorda wachen und seinen Bewohnern Glück und Frieden bescheren. Ledalas Atersabt, Kaiser von Nilfheim. Unglaublich, wie friedlich Nilfheim. Es hier zugeht. Ja, ich find's auch schön hier. Auch wenn ich auf die Schmerzen verzichten kann, so einen Roboarm hätte ich irgendwie schon gerne. Ja, ich auch ehrlich gesagt. Was für ein Roboarm? Ja, ganz sauberer. Ich gehe jetzt einfach mal hier, weil ich es kann. Jetzt wollte ich sagen, hier geht es nirgendwo mehr runter, ne? Ich will hier nur mal wirklich abstecken, was hier geht, was hier abgeht. So. Ich bin tatsächlich immer noch hier, ne? Ach, hier können wir sogar. Doch, wir könnten hier schnell laufen. Die Aussicht bei Nacht ist hier unglaublich. Ah, und hier sind die Gondoleros. Ah, heißen die so Gondoleros? Ich glaube schon, ne? Opa, hier kann man was kaufen. Hallo. Guten Tag. Hoffentlich hast du was Gescheites. Ja, die hat was Gescheites. Riesalz. Steige die Willenskraft. Vielen lieben Dank. Was essen wir? Ja, komm, weißt du was? Da kaufen wir überall zwei ein. So, ansonsten Auto. Ui! Hydrophob-Versiegelung. Eine hochwertige Beschichtung angereichert mit mikroskopisch kleinen Partikeln. Sie macht das Auto vollkommen schmutzabweisend und unempfindlich gegen jegliche Art von Kratzern.
20.000! Nice! Sorry, aber muss ich mitnehmen. So, auf diesem Gefallen haben Künstler seinen kräftigen Lieblingsmaskottchen Kenny Crow und Klügling Partnerin namens Kelly Crow kreiert. So, das Design, das sich die Astraden zum Thema genommen hat, die Legende lebt auf deiner Kühlerhaube. Das sieht geil aus. Das nehmen wir mal mit. Karfunkel, ein Design, das sich ein lebender Karfunkel zum Thema genommen hat. Autofahren war nie niedlicher. Klingt super. Ach, weißt was. Sticker, kleine Freunde, weil wir es halt können. Sticker Luna Freya, das ist geil. Und Final Fantasy Hits. Jo! So, Spinnenseide, Superbade, Drachenbade. Stürmervokale, zillischer Seebarsch, zigillischer Seebarsch. Nein. Stürmer, ui, die sind ja, wenn immer bunter hier. Die Jungs, die nehmen wir alle mit. Königswelt. Nice, die können wir tatsächlich kaufen. So, Fernkampf. Karfunkel, Myrte, Backenforelle. Alter, die wiegt einen Haufen. Beziehungsweise kostet einen Haufen. Komm, scheiß drauf. Kaktor, Marmorfigur. Ein Kaktor aus arkadischem Marmor freut sich unter Sammlern in Lucys größter Beliebtheit. Komm, die nehmen wir für ein Ding mit. Schau mal wieder rein. Gehen wir, Alter, jetzt haben wir einen Haufen. Alter. Oh, ist das ein Kaktor? Heb den gut auf. Wenn wir wieder zurück in Luzis sind, müssen wir ihn Talcott geben. Genau, so war es auch geplant. Liebe Freundin, mach mal hier. Hallo. Die hat eine hübsche Jeans an. Machen wir hier eine kleine Pause. Bedanke mich fürs Zuschauen. Sehen uns dann wieder morgen. In aller Frische zu Horizon und Final Fantasy 15. Ja, wieder verkackt. So, und dann gehen wir aber hier in den Buff, ne? Dann schauen wir mal, was da geht. In diesem Sinne, macht's gut. Servus, euer Franconia.